Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Naturfreunde. Heute wird endlich mal wieder nach langer, langer Zeit angesessen. Hinter mir waren schon einige Rehe. Da ist ein Feuchtgebiet mit sehr vielen Wildtieren. Normalerweise, da läuft gerade ein Hase übers Feld. Oh, ich habe schon ganz lange keinen Hasen mehr gesehen. Ja, die große Kamera habe ich jetzt aber hier da hinten im Zelt aufgebaut, im Tarnzelt. Ja, da läuft da jetzt einmal lang der Hase. Toll. Und da sind auch ein paar Weiden, da sind häufig Vögel drin. Hoffe ich, dass ich vielleicht Vögel fotografieren kann. Und weiter hinten sind noch tote Bäume, auf denen landen auch sehr gerne Greifvögel, Spechte. Also hier sind sehr viele Vögel und größere Wildtiere mit vier Beinen. Und ja, die Rehe sind in diese Richtung gezogen, ein bisschen weiter weggelaufen über die Felder. Die kann ich gerade nicht mehr gesehen, die sind irgendwo im Unterholz und im Gebüsch. Und es ist jetzt 2:50 Uhr, es wird also langsam immer dunkler. Die Dämmerung ist jetzt schon, ja, es wird langsam immer dunkler. Und da ist so ein schöner Weg, auf dem häufig die Rehe unterwegs sind und vielleicht auch Füchse. Ich hoffe, dass ich da irgendwas dann vor die Kamera bekomme. Das hier ist ein neues Tarnzelt, was ich heute ausprobiere, das Buteo Mark II. Ganz merkwürdiger Name, also Hersteller ist Buteo und das Modell heißt auch Buteo. Und ich passe hier mit meinem Campingstuhl gerade so rein und mit meinem Rucksack und meiner Ausrüstung. Ja, wie gesagt, das werde ich jetzt testen und bin sehr gespannt, was es dann heute zu sehen geben wird. Da hinten kann man den Feldweg erkennen. Und die toten Bäume, auf denen gerne die Greifvögel landen und die Spechte herumpicken. Auf diesem Baum hier auf der Weide habe ich gerade schon ein Rotkehlchen gesehen. Da sind immer gerne Vögel. Und jetzt beginnt das große Warten. Ich fotografiere heute mit der R10 und teste ein neues Objektiv aus, das EF 300mm f2.8 ISUSM Mark I. Bin sehr gespannt, was das für Bilder heute produzieren wird. Natürlich nur, wenn ich noch Wildtiere und Vögel vielleicht zu sehen bekomme. Hätte mich gar nicht so warm anziehen müssen, es sind 8, 9 Grad und hier im Tarnzelt ist es noch mal wärmer. Aber das ist auch genau der Grund, warum ich mir dieses Tarnzelt zugelegt habe, damit man vor der Witterung geschützt ist. Ich wusste, dass es Tarnzelte gibt, aber hatte sie irgendwie ganz lange nicht mehr so richtig auf dem Schirm, weil ich einfach so auf dem Stuhl angesessen habe in Tarnkleidung und das für mich so immer in Ordnung war. Aber jetzt gab es den nassesten November seit Beginn der Wetteraufzeichnung und da habe ich dann angefangen zu recherchieren, wo es vielleicht Wildtierbeobachtungsstationen gibt, wo man dann geschützt ist vor Regen und vor Wetter. Und ja, hier in der Region gibt es nur ganz, ganz wenige und die sind meistens auch nur wirklich zur Beobachtung ausgelegt und nicht für Fotografen. Also die sind dann zu hoch und zu weit weg von den Wildtieren oder sie sind an Orten, wo es gar nicht so viele Wildtiere gibt und weit weg, dann muss man immer weit fahren und ja, es gibt auch nur ganz, ganz wenige. Aber mit so einem Tarnzelt, das kann man sich halt nahezu überall hinstellen, wo man möchte und ist dann richtig schön geschützt vor Wind und Wetter. Jetzt in der Winterzeit ist es, glaube ich, sehr praktisch und auch ein bisschen wärmer, hoffe ich, dann bei windigen Bedingungen. Ich filme gerade das Rotkehlchen. Sonst hat sich bisher noch nichts gezeigt. 30 Minuten sind vergangen. Das landet da in der Weide immer auf verschiedenen Ästen und schaut hier zum Zelt rüber. Also das Zelt ist dem Rotkehlchen nicht so ganz geheuer. Und das fliegt hier immer hin und her. Hier ist so ein Baum, nur 2 Meter entfernt. Da ist es auf einem Ast gelandet. Konnte ich auch fotografieren, sehr nah dran. Wunderschön. Und in der Ferne habe ich auch den Bussard schon gesehen.
ganz weit da drüben, sehr weit weg. Ich hoffe, der kommt dann vielleicht ein bisschen näher und landet dann vielleicht noch hier auf den Bäumen. Ansonsten konnte ich jetzt noch nichts sehen. Bin ja jetzt auch noch nicht so lange da. Und den Weißabgleich der R10, den habe ich auf das Preset bewölkt eingestellt. Der Auto-Weißabgleich wäre sonst viel zu kalt und magentafarben. Und bewölkt ist deutlich wärmer und auch viel realistischer. Der Bussard ist jetzt auch gelandet. Leider nicht hier vorne auf diesen toten Bäumen, sondern auf den da hinten. Da kann man so einen kleinen Punkt erkennen. Sitzt da jetzt schon seit 5 Minuten, schaut hier rüber, aber scheint ihn nicht so richtig zu stören. Der Bussard ist wieder verschwunden, hab den Moment gar nicht mitbekommen, wo er davon geflogen ist, saß aber recht lange auf dem Baum. Rotkehlchen ist auch verschwunden, jetzt ist es 16:30 und ganz schön dunkel draußen. Aber ich werde trotzdem noch mindestens ein halbes Stündchen hier sitzen bleiben, 1,5 Stunden bin ich jetzt hier schon im Tarnzelt, denn mit dem neuen Objektiv 300mm f2.8 da kommt viel mehr Licht rein auf den Sensor und da kann ich auf jeden Fall noch länger dann in der Dämmerung Fotos machen. Auf jeden Fall deutlich länger als mit dem RF 100 bis 400 bei der Offenblende von F8. Ja, und deswegen hoffe ich, dass vielleicht noch irgendwas hier in der Dämmerung auf den Weg läuft. So, ich finde, das war eine gelungene Generalprobe heute mit der neuen Ausrüstung. Ein schönes Foto vom Rotkehlchen und das hat sich auch nicht hier an diesem Tarnzelt gestört. Der Bussard auch nicht, das finde ich prima, dass dieses Zelt, was jetzt hier in der Umgebung ungewohnt ist und neu ist, dass es die gar nicht so gestört hat. Und ich weiß jetzt auch, wo der Bussard hingeflogen ist und zwar direkt über das Zelt hier saß er im Baum. Das habe ich natürlich erst dann gemerkt, als ich hier aus dem Zelt rausgekommen bin, ist er davon geflogen. Ich habe dann auch noch eine kleine Runde gedreht, kurz bevor es dann ganz dunkel war, habe aber nichts mehr gesehen, nur jede Menge Gänse noch. Na gut, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, was auch immer ihr tut. Habt einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss. I just can't.